Hallo zusammen. Wie ihr am Titel des Videos gesehen habt, bin ich nochmal hier für einen Lesemonat. Dabei habe ich gar nicht so viel im Januar gelesen. Ganze 3 Bücher habe ich beendet. Es war nicht so, dass ich nicht gerne mehr gelesen hätte, aber es war leider keine Zeit für mehr. Ich habe mir trotzdem gedacht, dass ich unbedingt mich nochmal hinsetze und einen Lesemonat drehen muss. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich dieses Buch hier, denn das zumindest habe ich im Januar gelesen. Das ist Black Leopard, Red Wolf von Marlon James. Es ist aber im Deutschen bei Heine Hardcore auch schon erschienen als Schwarzer Leopard, Roter Wolf. Und dieses Buch habe ich euch in meinem Neuzugänge-Video aus dem Dezember gezeigt, als ich euch alle Bücher gezeigt habe, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und dieses Video hat extrem viele, also finde ich, doch sehr viele Kommentare bekommen von Leuten, die interessiert waren an diesem Buch, die entweder schon vorher, vor meinem Video Interesse daran hatten oder die durch mein Video darauf aufmerksam und darauf neugierig wurden. Ja, und ich habe mir gedacht, diese Leute freuen sich hoffentlich, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, nachdem ich es gelesen habe. Und dafür bin ich heute hier. Also erstmal, was ist das überhaupt für ein Buch? Es wird sehr oft beschrieben oder gepitcht als literarischer, epischer Fantasy-Roman. Und das trifft es, finde ich, sehr gut. Wir befinden uns hier in einem alternativen, magischen Afrika und folgen der Hauptperson Tracker. Tracker, es heißt sehr häufig, hat eine Nase. Sehr oft wird in dem Buch zu ihm gesagt, it is said you have a nose. Also man sagt, du hast eine Nase. Und was die Leute damit meinen, ist natürlich nicht, dass er eine normale Nase hat, die hat er auch, aber er hat einen ganz besonderen Geruchssinn. Einen Geruchssinn, der so fein ist, dass es eigentlich schon auch etwas Magisches hat. Also er kann beispielsweise an Kleidungsstücken von Menschen riechen und weiß dann, wo sich diese Menschen gerade im Moment befinden, auch wenn sie meilenweit entfernt sind. Und damit verdient er sich eigentlich auch so seinen Lebensunterhalt und schlägt sich so damit durch, dass er eben verloren gegangene Ehemänner, Kinder, Haustiere und so weiter aufspürt. Und dann bekommt er aber einen Auftrag, einen kleinen Jungen zu finden, der vor 3 Jahren gekidnappt wurde und den er ausfindig machen soll. Und auf diese Mission wird er nicht alleine geschickt, sondern mit einigen anderen Gefährten, unter anderem auch dem Leopard. Das ist ein Gestaltwandler, den er schon von früheren Abenteuern kennt und der sich eben in einen Leoparden verwandeln kann, deswegen nur der Leopard genannt wird. Und noch weitere Gefährten begleiten ihn auf dieser Mission. Und es wird sehr schnell klar, dass da irgendetwas merkwürdig dran ist. Also die Umstände, unter denen dieser Junge verschwunden ist, sind etwas mysteriös und sehr viele Leute haben Interesse an diesem kleinen Jungen. Ja, also irgendwie scheint hinter der Sache mehr dahinter zu stecken. Und das ist so die Hauptprämisse. Also ihr seht, es ist ein recht dickes Buch und es passiert noch sehr, sehr viel mehr. Aber ich würde mal sagen, das ist so die Grundstory. Ich war sehr, sehr lange schon interessiert an diesem Buch und wollte es gerne lesen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bücher zum Teil jahrelang irgendwo in meinem Hinterkopf herumspucken oder auf irgendwelchen Leselisten stehen, bevor ich endlich dazu komme, sie zu lesen. Hier hat es unter anderem deswegen so lange gedauert, weil ich zwischendurch abgeschreckt worden bin von Rezensionen und Rückmeldungen von Lesern und Leserinnen, die meinten, das Buch wäre sehr, sehr blutrünstig und verstörend. Ich habe das auch schon so ein bisschen angeteasert in meinem Neuzugänge-Video. Und das hat mich dann doch eine Weile abgeschreckt. Aber wie ihr seht, es ist mir doch nicht aus dem Kopf gegangen und ich habe es letztendlich doch gelesen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es doch getan habe. Also ich bin eigentlich richtig gehend begeistert von diesem Buch. Was allerdings nicht bedeutet, dass ihr alle sofort losrennen und es euch kaufen und euch auch und es auch lesen solltet, weil es eben schon relativ speziell ist. Und ich hoffe, dass ich euch im Laufe dieses Videos einen Eindruck vermitteln kann, was euch in diesem Buch erwartet, sodass ihr am Ende des Videos eine informierte Entscheidung treffen könnt, ob ihr es lesen wollt oder nicht. Und als allererstes möchte ich gerne darauf zu sprechen kommen, was es mit dieser Blutrünstigkeit und Gewalt auf sich hat. Denn ja, da waren diese Warnungen schon ganz richtig. Also das Buch ist wirklich ein bisschen blutrünstig. Es gibt sehr viel Kampfszenen, Männer, Frauen und Kinder, die abgemetzelt werden. Es gibt Vergewaltigung, es gibt Sklaverei in dieser Welt. Es gibt menschenfressende Monster und insgesamt sehr, sehr viele unappetitliche Szenen. Was ich über weite Strecken des Buchs aber gedacht habe, was man ihm schon zugute halten kann, ist, dass das ja im High-Fantasy-Genre leider, kann man vielleicht sagen, gar nicht so ungewöhnlich ist. Also sehr viele High-Fantasy-Bücher sind recht voll mit Gewalt und recht blutig. Also über weite Strecken ist es, glaube ich, nicht schlimmer als andere Fantasy-Romane, die ich auch schon gelesen habe.
und die sehr beliebt und bekannt sind und sehr viel von Mainstream-Fantasy-Lesern auch gelesen werden weltweit. Es gibt dann aber manche Szenen, die schon rausfallen, bei denen ich gedacht habe, okay, das ist doch nochmal ein anderes Level. Und das waren so Szenen, bei denen ich dann verstanden habe, warum manche Leute sagen, sie fanden es verstörend. Ich denke dabei insbesondere an die Szene, in der Tracker von einer Bande von Hyänengestaltwandlerinnen entführt wird. Das nur als Hintergrund für diejenigen, die das Buch gelesen haben. Für alle anderen werde ich das nicht spoilern, aber das war so eine Szene, wo ich dachte, das ist schon wirklich strange. Also ja, mitunter irgendwie nochmal ein anderes Level. Ich habe auch überlegt, ob ich dem Buch nicht zugutehalten kann, dass es zwar viel Gewalt enthält, dass die Gewalt aber ganz klar verurteilt und nicht verherrlicht wird. Ich finde, über große Strecken stimmt das. Es gibt so ein paar heroische Kampfszenen, von denen man das nicht behaupten kann, aber größtenteils ist es wirklich so, die Gewalt wird als das gezeigt, was sie ist, nämlich schrecklich und verurteilungswürdig, und vor allem Gewalt gegenüber Schwächeren, die sich nicht wehren können, wird ganz klar als etwas Schlechtes dargestellt, und die seelischen und körperlichen Wunden, die es hinterlässt, werden auch ganz klar gezeigt. Es gibt vielleicht ein paar zu viele Kampfszenen, in denen unser Protagonist so eine Überzahl von Gegnern annimmt und mit seinen Äxten wirbelt und so, um wirklich zu sagen, das Buch wäre nicht gewaltverherrlichend, aber größtenteils kann man das schon sagen. Letztendlich kann ich es aber nicht schönreden, ne? Also es ist wirklich blutrünstig, das will ich auch gar nicht irgendwie schönreden, und ihr solltet euch überlegen, ob ihr darauf Lust habt oder ob ihr dann lieber einen Bogen drum macht. Was ich aber sagen werde ist, ich bin eigentlich auch eine Leserin, die nicht gerne Bücher liest, die zu viel Gewalt enthalten. Und es hat in der Vergangenheit schon durchaus dazu geführt, dass mir Bücher oder Serien verleidet wurden, die ich dann abgebrochen habe. Hin und wieder kommt es aber vor, dass ich ein Buch lese, das ich lieb gewinne, obwohl es recht fiese oder recht viel Gewalt enthält. Und das hier ist ein solches Beispiel. Tatsächlich hat mich das Buch mit anderen Qualitäten so sehr überzeugt, dass es mich trotzdem, trotz der Gewalt, überzeugt hat. Und ich glaube, was sehr geholfen hat, war, dass ich vorgewarnt war von anderen Leserstimmen. Das heißt, wenn ihr dieses Video guckt, dann habt ihr schon den ersten wichtigen Schritt getan. Ich konnte mich halt darauf einstellen und ich habe mich quasi auf das Schlimmste gefasst gemacht. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass ich es dann doch ganz gut verdauen konnte. Gut, aber kommen wir vielleicht jetzt mal zu den Gründen, warum ich das Buch trotzdem mochte. Ich habe gelesen, dass Marlon James, bevor er diesen Roman geschrieben hat, ganz intensiv zu afrikanischer Geschichte, aber auch zur Mythologie verschiedenster afrikanischer Kulturen recherchiert hat. Und das merkt man dem Buch an. Neil Gaiman hat ja mal gesagt, Mythen sind der Kompost, aus dem neue Dinge wachsen können. Und daran ist sehr viel Wahres, und wie viel Wahres darin steckt, das merkt man auch an diesem Buch. Also Marlon James hat diese alte Folklore genommen und daraus eine ganz magische, sehr originelle, natürlich auch düstere, archaische, aber unglaublich interessante Fantasy-Welt erschaffen, in die ich wirklich sehr, sehr gerne eingetaucht bin. Und sie hat mich mit ihrer Magie und dieser Neuartigkeit der Magie und der Unvorhersehbarkeit, wo sie auf einmal auf Magie stoßen, das hat mich wirklich überzeugt. Das war einfach konstant spannend und überraschend und aufregend. Es kann zum Beispiel sein, dass sie irgendwie einen Weg entlang reiten und auf einmal schießen so riesige Hexen aus dem Boden, die sie angreifen. Also sie begegnen unterschiedlichsten Monstern und Hexen und Zaubern. Es gibt Städte, die auf riesigen Bäumen gebaut sind. Es gibt Riesen, ein Riese, der sehr böse wäre, wenn er hören würde, dass ich ihn Riese nenne, weil er nämlich eigentlich ein Ogo ist. Oder was mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist und wahrscheinlich lange bleiben wird, das sind diese Omolusu oder so ähnlich heißen sie, was Dämonen sind, die an der Decke laufen, kopfüber, so wie wir auf dem Boden laufen. Und sie können auch springen und dann kommen sie dem Boden näher, fliegen aber immer wieder zurück zur Decke. Und sie haben diese Schwerter und verfolgen dich dann über die Decke laufend, und man kann verflucht werden auf eine Art und Weise, dass diese Omolusu immer dann auftauchen und dich jagen, wann immer du dich unter irgendeinem Dach oder irgendeiner Decke befindest. Und das sind einfach so originelle Ideen, die ich noch nie irgendwo anders gelesen habe und die ich ganz cool fand. Generell ist das Buch sehr unvorhersehbar. Nicht nur was die Art und Weise angeht, wie die Magie in dieser Welt funktioniert, sondern auch was den Storyverlauf angeht. Und
Menschen sterben einfach, sodass, also das auf wirklich schockierende Art und Weise, dass, sodass man Tracker und seine Gefährten nie in Sicherheit wissen kann, was das Ganze natürlich nochmal spannender macht. Und es ist aber nicht nur aufgrund von Action auf Action auf Action spannend, es ist auch einfach spannend dadurch, dass man neue Informationen erhält, was das Rätsel um diesen Jungen angeht, oder weil neue interessante Figuren eingeführt werden, weil interessante Dialoge geführt werden. Dieses Buch hat über 600 Seiten und es hat meinem Empfinden nach null Längen. Es war konstant so, dass ich eigentlich immer weiterlesen wollte. Unbedingt erwähnenswert ist auch der sehr eigene Schreibstil in diesem Buch. Ich habe mir überlegt, ob Marlon James in der Art und Weise, wie Tracker diese Geschichte erzählt, vielleicht auch so diese mündliche Erzähltradition, auf der ja die Mythologie beruht, vielleicht zum Leben erwecken wollte. Denn es gibt eine Rahmenhandlung, die sich in der Mitte der Geschichte komplett verliert, aber am Anfang und am Ende so ein bisschen rauskommt. Und diese Rahmenhandlung ist, dass Tracker festgenommen wurde und einem Inquisitor seine Geschichte erzählt. Und so ist die Geschichte auch ein bisschen erzählt, als wenn Tracker sie eben mündlich erzählt. Wie kann man das beschreiben? Also, dass er zum Beispiel sagt, ich erzähle dir drei Geschichten. Erste Geschichte so und so, zweite Geschichte so und so. Das Ganze ist so ein bisschen nicht so, wie man einen Roman schreiben würde, sondern wie wirklich jemand mündlich sprechen würde. Ich fand das super interessant gemacht. Man hat dadurch Trackers Stimme wirklich, wirklich im Ohr beim Lesen. Und Marlon James hat eine ganz tolle Art und Weise, auch verschiedenste Charaktere über ihre Art zu sprechen, eben zu charakterisieren und ihnen eine Identität zu geben. Also selbst wenn man nicht ihr Aussehen wüsste, nicht wüsste, was für eine Hintergrundgeschichte haben oder was für eine Gestik sie haben, keine Sorge, das wird auch alles erzählt. Aber selbst wenn man das nicht wüsste, allein über die Art und Weise, wie die Leute sprechen, hat man schon ein Bild vor Augen, weil sie einen bestimmten Slang haben, einen Sprachfehler vielleicht sogar oder bestimmte Eigenarten beim Sprechen. Ja, das war ganz faszinierend, fand ich. Es ist definitiv ein eigensinniges Buch. Ich habe zufälligerweise auf der Homepage des deutschen Verlags Heine Hardcore gesehen, dass sie so einen Slang haben namens Alles nur kein Mainstream. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, da ist Marlon James schon genau richtig aufgehoben. Also ich glaube, das Buch macht es den Lesern nicht ganz einfach, durch diese Gewalt, durch den eigensinnigen Schreibstil, vielleicht auch durch die zum Teil unsympathischen Hauptcharaktere. Mit all dem muss man klarkommen. Mich hat das komplett gepackt, weil ich einfach fand, es ist so erfrischend anders. Aber ja, es kann sein, dass es das den Lesern und Leserinnen ein bisschen schwer macht, das Buch zu mögen. Ich wünsche dem Buch aus ganzem Herzen, dass es halt seine Nische findet und die Leser findet, die es anspricht. Denn ja, wie gesagt, mich hat es komplett überzeugt. Was ich sagen werde, ist, ich habe in einigen Rezensionen gelesen, nach dem Motto, Marlon James hat diese Geschichte so stimmig erschaffen. Ich glaube, es wurde mit Tolkien verglichen und es ist so gut ersonnen und er ist so komplett Herr des Ganzen. Dem würde ich nicht zu 100% zustimmen, weil es schon ein paar Szenen gab und Stellen gab, wo ich das Gefühl hatte, die Fäden entgleiten ihm ein bisschen bei dieser komplexen Geschichte und dieser komplexen Welt. Wo er ja schon sehr viele Fäden in der Hand halten muss. Das ist aber Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also insgesamt habe ich es wirklich gerne gelesen. Es ist übrigens der Auftakt zu einer Trilogie. Sie soll dann Dark Star Trilogy heißen. Und leider sind Band 2 und 3 noch nicht erschienen, aber ich warte jetzt sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Ah, noch zwei kurze Dinge, die ich tatsächlich vergessen habe zu sagen. Ich hatte mir auch vorgenommen zu erwähnen, dass auch sehr viel Sex in diesem Buch vorkommt. Was ich eigentlich erwähnen wollte, als ich auch über die Gewalt gesprochen habe, klingt vielleicht ein bisschen komisch, das im Zusammenhang mit der Gewalt zu erwähnen, aber ich weiß, dass es sehr viele LeserInnen gibt, die auch das nicht gerne lesen. Und falls ihr dazu gehört, seid ihr hiermit auch vorgewarnt. Und mir hat ein Abonnent eine sehr schöne Buchrezension zu diesem Buch hier empfohlen von dem Kanal SFF180. Das Video werde ich euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr noch einfach eine andere Meinung, eine andere Sichtweise zu dem Buch haben wollt oder noch ein bisschen mehr Inhalt zu dem Inhalt des Buchs erfahren wollt. Ich halte mich ja immer gerne sehr kurz, was den Inhalt angeht. Aber ja, diese Empfehlung für diese Buchrezension fand ich sehr gut, weil das wirklich ein sehr gelungenes Video ist. Und falls ihr das sehen wollt, wie gesagt, schaut mal in der Infobox vorbei. Es ist kein einfaches Buch, um es zu rezensieren. Und ich glaube, dieser andere Kanal macht es wahrscheinlich noch mal besser als ich. Es ist allerdings ein Video auf englischer Sprache.
Und jetzt kommen wir weiter zum nächsten Buch. Und zwar habe ich außerdem im Januar gelesen von Flusshexen und Meerjungfrauen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung von dem Herausgeber Christian Handl. Also es ist eine Anthologie von verschiedensten, mit Geschichten verschiedenster Autoren und Autorinnen. Das Ganze ist beim Drachenmond Verlag erschienen und das ist auch schon eine Reihe eigentlich. Ich glaube, es ist die fünfte Anthologie, die in dieser Reihe erscheint. Und sie laufen bei dem Drachenmond Verlag auch eigentlich nicht unter dem Namen Kurzgeschichten-Anthologie, schwieriges Wort, sondern unter dem Namen Märchen-Anthologie. Ich glaube, es als Kurzgeschichtensammlung zu bezeichnen, ist auch nicht ganz falsch, aber es sind ganz klar immer Kurzgeschichten, die entweder bereits bekannte alte Märchen adaptieren oder die zwar neu erfunden sind, aber so in der Märchentradition erzählen und mit Märchenmotiven spielen. Also Kurzgeschichtenanthologie, Märchenanthologie, nennt es, wie ihr wollt. Ich habe euch dieses Buch schon mal gezeigt in einem Video, in dem ich euch ein paar Neuerscheinungen aus dem letzten Herbst von kleinen Indie-Verlagen vorgestellt habe. Und habe da schon gesagt, ich bin auf diese Märchenanthologien von dem Drachenmond Verlag neugierig geworden. Und ich hatte da verschiedenste Gründe für eigentlich. Zum einen wollte ich gerne mich genauer umgucken bei den Programmen kleinerer Verlage. Ich habe auch Lust bekommen, Kurzgeschichten aus dem Fantasy-Bereich zu lesen, was ich bisher kaum getan habe tatsächlich. Ich hatte auch Lust, ein paar mehr Autoren und Autorinnen aus dem deutschsprachigen Fantasy-Bereich zu entdecken und ihr Werk kennenzulernen. Dafür eignen sich solche Anthologien, finde ich, immer sehr, sehr gut. Ja, und ich bin dann noch mal neugieriger geworden auf das Buch, als ich festgestellt habe, dass sowohl Liza Grimm als auch Michelle Guillou jeweils mit einer Geschichte hier drin vertreten sind. Und die beiden machen ja auch diesen Fantastic Brunch Podcast, von dem ich auch großer Fan bin. Den habe ich euch tatsächlich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Ja, also viele gute Gründe, auf dieses Buch neugierig zu sein. Und dann habe ich eben gesehen, dass der Drachenmond Verlag bzw. Christian Handl eine Leserunde auf Lovely Books veranstaltet für dieses Buch. Und für diese Leserunde sollten 50 Exemplare verlost werden. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen, zumindest mal meinen Hut in den Ring zu werfen und mich zu bewerben, und habe tatsächlich gewonnen und durfte bei dieser Leserunde mitmachen. Leserunden bei Lovely Books, ich bin mir nicht ganz sicher, wie bekannt das Konzept ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel, was ihr schon wisst. Aber in aller Kürze, lovelybooks.de ist ja eine Internetseite, auf der Verlage und auch AutorInnen Bücher verschicken und verschenken können. Und im Gegenzug von den Lesern und Leuten, die die Bücher gewinnen, dann eine Rezension einfordern können. In der Regel kenne ich das so, dass so die Mindestbedingung ist, dass man eben auf lovelybooks.de das Buch nach dem Lesen rezensiert. Aber ich glaube, in aller Regel rezensieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Buch dann auch auf anderen Plattformen. Und dann gibt es eben das Konzept, dass man eine Verlosung macht. Dabei werden einfach nur die Bücher verschickt, sei es Hörbuch, E-Book oder Printexemplar. Und die Leute lesen es und schreiben am Ende eine Rezension und das war's. Und dann gibt es aber eben auch die Leserunden. Dabei werden die Bücher verschickt und während die Gewinner, die Leute, die das Buch gewonnen haben, die Bücher lesen, tauschen sie sich online auch noch im Rahmen dieser Leserunde aus und danach schreiben sie ihre Rezension. Gut, und das hier war eben eine solche Leserunde. Und ich war anfangs ein bisschen zögerlich, mich dafür zu bewerben, weil ich Sorge hatte, dass, wie gesagt, die Zeit ist gerade ein bisschen knapp und dass es vielleicht auch ein bisschen stressig sein könnte, dann auch noch sich zu dem Buch austauschen zu müssen online, denn das kostet ja auch Zeit. Ich bin letztendlich aber so froh, dass ich mich doch beworben habe, weil ich riesigen Spaß an dieser Leserunde hatte und gerne die Zeit dafür eingeräumt hatte. Es war noch mal schöner, weil sowohl Christian Handl selbst als auch einige der Autoren und Autorinnen auch mit aktiv waren in der Leserunde und Rückmeldung geben konnten auf die Dinge, die man eben zu den einzelnen Geschichten dort geschrieben hat, oder sie konnten Fragen beantworten. Also das war insgesamt eine richtig schöne Leseerfahrung. Übrigens, meine Teilnahme bei der Leserunde hatte nichts hier mit dem YouTube-Kanal zu tun, sondern da konnte sich jeder Normalo bewerben. Man muss kein Blogger sein, um dabei mitzumachen. Dass ich das Buch jetzt auch hier auf YouTube rezensiere, ist nur ein Zufall, weil es eben im Januar gelesen wurde und das hier ein Lesemonat Januar ist. Das nur zur vollen Transparenz.
Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv angetan von diesem Buch. Also das Thema, wie man sieht, war diesmal Wasser. Diese Märchenanthologien haben oft auch so ein übergreifendes Thema. Das heißt, hier ging es um Wassermärchen. Und es wurden die verschiedensten Märchenstoffe adaptiert. Es gab 2 oder 3 Geschichten von Geschichtenadaptionen von Der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen, was vielleicht auch zu erwarten gewesen war. Aber dann auch zum Beispiel Die Schöne und das Biest oder auch ganz andere Sagenstoffe wie Lorelei oder ein paar griechische Mythen, die hier adaptiert wurden, gar nicht also nur Märchen und dann natürlich sehr viel neu erfundene Kunstmärchen. Und ich fand, es war eine richtig schöne Mischung. Erstmal habe ich genau das bekommen, was ich wollte. Ich habe ganz unterschiedliche Autoren und Autorinnen hier kennengelernt mit ganz unterschiedlichen Stilen. Ich bin ganz unterschiedlichen Meereswesen begegnet, von Riesenkraken über Meerjungfrauen und Meeresdrachen bis hin zu Kappas und Kelpies war hier wirklich alles dabei. Und es spielt auch längst nicht alles im Ozean, sondern auch in Flüssen und Brunnen und Mühlteichen und Seen. Also eine ganz, ganz schöne Mischung. Und natürlich ist es immer so bei solchen Sammlungen, dass mir nicht alle Geschichten gut gefallen und nicht alle gleich gut gefallen. Das sage ich, glaube ich, bei fast jeder Anthologie, die ich rezensiere. Und ich höre das auch auf anderen YouTube-Kanälen immer wieder. Das ist ganz normal. Aber insgesamt waren das wirklich schöne Geschichten. Ich war bestens unterhalten und es waren auch ein paar dabei, die ich richtig umwerfend fand. Also von daher habe ich es wirklich, wirklich gerne gelesen. Und es hat mich doch mal daran erinnert, warum ich Kurzgeschichtenanthologien so sehr mag, wo man immer so kleine, kurze Geschichten hat, was auch mal ganz angenehm ist, wenn man viel um die Ohren hat, wie ich das auch hatte im Januar und die Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß ist vielleicht, dann ist das auch mal ganz angenehm. Und ich habe auch wieder Lust bekommen, mehr Märchen zu lesen, was auch ein sehr gutes Zeichen ist dafür, dass es mir gefallen hat. Also ja, ich bin sehr froh, das Buch mitgelesen zu haben. Natürlich ist es hier auch ähnlich wie bei Schwarzer Leopard, Roter Wolf, dass man mit bestimmten Erwartungen an das Buch herangehen sollte. Also man sollte jetzt nicht hohe Literatur erwarten oder ähnliches. Aber was man erwarten darf, das ist wirklich, das sind märchenhafte Geschichten. Das ist, dass man Geschichten mit ganz unterschiedlichen Stilen und Ideen entdecken darf. Das ist wirklich gute Unterhaltung und ganz viel Magie. Das alles darf man erwarten und das wird man auch bekommen. Und zu guter Letzt im Januar gelesen habe ich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende. Und das ist tatsächlich ein Buch, das ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gelesen habe. Und es ist so schön, diese Geschichte, die einfach so tief verwurzelt ist in unserer Kultur, dass, glaube ich, jeder eine grobe Vorstellung davon hat, worum es geht, die mal aus erster Hand endlich zu lesen. Das war ein total schönes Gefühl. Es hat sich ein bisschen angefühlt, als wenn man so Celebrities, die man immer nur im Fernsehen gesehen hat, einmal persönlich trifft. Also wenn man dann so Frau Malzahn und Turtur, dem Scheinriesen und Emma der Lokomotive quasi endlich mal persönlich begegnet hier in diesem Buch. Mir ist bewusst, dass das ein bisschen verrückt klingt, aber so hat es sich angefühlt. Also, wahrscheinlich habt auch ihr eine grobe Vorstellung, worum es geht, aber vielleicht kennt ihr die Details der Geschichte doch nicht. Deswegen gebe ich noch mal eine kurze Inhaltszusammenfassung. Also, wir befinden uns hier auf der kleinen Insel Lummerland, was ein winziges Königreich ist. Übrigens nicht eine Insel mit 2 Bergen, sondern eine Insel mit einem Berg, der 2 Gipfel hat. Ja, kleiner, aber feiner Unterschied, habe ich jetzt so gelernt. Gut, und hier lebt Lukas, der Lokomotivführer, zusammen mit einem König und 2 weiteren Untertanen des Königs. Und eines Tages kommt ein Paket an und darin liegt Jim Knopf als kleines Baby. Und der wird dann auf Lummerland großgezogen. Aber als er größer wird, stellt der König von Lummerland fest, dass ihre Insel ja eigentlich ein bisschen zu klein ist für die Bewohner. Und dass eigentlich Emma, die Lokomotive, ausgesondert werden muss, um mehr Platz zu schaffen, jetzt wo Jim ja auch größer wird. Ja, Lukas kann sich aber nicht von Emma trennen, also beschließt Lukas, dass er mit Emma zusammen Lummerland verlassen wird. Als Jim das erfährt, möchte Jim aber auch unbedingt mit, denn Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, sind allerbeste Freunde. Und so verlassen Lukas, Emma und Jim eines Nachts heimlich Lummerland und stehlen sich davon, segeln auf Emma über den Ozean und kommen zu einem Land namens Mandala.
und erleben noch viele weitere Abenteuer. Aber in Mandala erfahren sie, dass die Prinzessin von Mandala entführt worden ist und in der sagenumwobenen Drachenstadt festgehalten wird. Und Lukas und Jim Knopf machen sich dann auf, um Prinzessin Lizzie, wie sie heißt, aus der Drachenstadt zu befreien. Und dabei erleben sie dann eben noch allerhand Abenteuer. Ja, und das ist eine ganz, ganz süße, zauberhafte Geschichte, die wirklich voll steckt von dieser sprühenden Fantasie, die Michael Ende ja hat. Ich muss gestehen, bei Mandala, da gab es ein paar Szenen, wo ich dann Sorge hatte, dass das Buch, ja, dass ich jetzt im Erwachsenenalter vielleicht doch nicht mehr so den Zugang finde zu dem Buch, wie vielleicht andere Leute, die das aus nostalgischen Gründen noch aus der Kindheit lieben, weil da doch ein paar Szenen mir sehr albern erschienen. Wahrscheinlich waren das genau die Szenen, über die sich die sechsjährige Carina kaputt gelacht hätte, zu denen ich jetzt aber nicht mehr so den Zugang gefunden habe. Glücklicherweise vor den Szenen in Mandala und auch danach wieder steckte das Buch aber voll mit Ideen, die mich auch als Erwachsene eben noch packen konnten. Zum Teil sogar Sachen, bei denen ich sagen würde, das sind sogar Ideen, mit denen Erwachsene vielleicht mehr anfangen können als Kinder. Also es gab eine schöne Mischung. Aber zum Beispiel dieser Scheinriese Turtur, der wird ja, also der sieht riesig aus, wenn man ihn von Weitem sieht. Und je näher er kommt, desto kleiner wird er, bis er in ganz normaler Menschengröße vor einem steht. Und da könnte man jetzt Aufsätze drüber schreiben, was sich da alles hineininterpretieren lässt, ne? Während Kinder einfach nur diese wunderliche Idee mögen, denke ich. Oder wenn sie zur Drachenstadt kommen und da steht ein großes Schild über dem Eingang zur Stadt, auf dem geschrieben steht, Eingang nur für reinrassige Drachen. Da schluckt man als Erwachsener dann doch und ich weiß nicht, an Kindern geht das vielleicht ein bisschen vorbei. Jetzt hat meine Kamera gerade die Aufnahme gestoppt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich war. Ich glaube, ich war dabei zu sagen, das Einzige, was man sagen kann, das ist, dass das Buch in ein paar Punkten schlecht gealtert ist, wo einfach Dinge vorkommen, die man heutzutage ein bisschen mit anderen Augen sieht als damals, als es geschrieben wurde. Zum Beispiel, dass das N-Wort verwendet wird, um Jim Knopf zu beschreiben. Nur an einer einzigen Stelle, aber das hat mich doch ein bisschen gewundert. Da hätte ich fast gedacht, dass der Verlag das vielleicht rausstreicht. Aber es steht hier noch drin, das ist eine ganz aktuelle Ausgabe, die gerade für Weihnachten im Buchhandel gekauft wurde. Oder dieses Land Mandala, ich meine gehört zu haben, dass Michael Ende das so ein bisschen, also sich von China hat inspirieren lassen, um dieses Land zu erschaffen. Und das merkt man dem Ganzen auf jeden Fall an. Und wenn es dann da Leute gibt, die Ping-Pong heißen, dann zuckt man heutzutage auch ein bisschen und fragt sich, ob das so okay ist. Oder dass es dann einen Eskimo-Jungen gibt und all solche Sachen. Das sind Dinge, wo, ja, sich die Zeiten einfach gewandelt haben und die Art und Weise, wie man über sowas heutzutage denkt. Und das Buch ist halt dasselbe geblieben. Das sind aber die einzigen Kritikpunkte. Da muss man vielleicht so ein bisschen ein Auge zudrücken, wenn man es liest. Und da muss man natürlich sagen, das ist auch nichts, was nur bei Jim Knopf so ist, sondern das ist ja bei vielen Klassikern so. Davon abgesehen, eine ganz zauberhafte Geschichte und ich freue mich auch, den zweiten Teil noch zu lesen. Das war dann schon der Lesemonat Januar. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit gelassen, über die Bücher zu reden als sonst, was vielleicht dann auch ganz schön ist, wenn man nicht über so viele Bücher in einem Video reden muss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich wäre ich gespannt, ob ihr diese Bücher kennt und ob ihr mir eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen möchtet oder zu hören, was ihr so im Januar gelesen habt. Es könnte sein, dass das hier das einzige Video im Februar bleibt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es schaffe, noch ein weiteres zu drehen. Deswegen kündige ich das hier schon mal an. Aber im März sollte wieder mehr Luft sein und da habe ich auch schon ein paar schöne Videoideen geplant. Ansonsten danke ich euch an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald dann. Vielleicht erst im März, aber auf jeden Fall irgendwann in einem neuen Video wieder. Bis dann!